So, und wieder eine Demo. Ich glaube, ich werde das jetzt öfters mal machen, so ab und zu mal eine Demo vorstellen, weil das finde ich ganz abwechslungsreich. Und es wird bestimmt auch schön, aber keine Sorge, mit den großen Projekten geht's auch weiter. Und zwar spielen wir Blades of Time. Sieht auch schon mal wieder sehr grandios aus. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Das sieht sogar sehr, sehr schön aus. So, dann würde ich mal sagen, auf geht's. Aber auch hier ist wieder die Kamera ein bisschen zu schnell für mich, finde ich. Und ich werde erstmal gucken, ob man hier das wenigstens umstellen kann. So, Sprachlautstärke, hier haben wir alles schön drin. Mausempfindlichkeit, die machen wir etwas weniger. Machen wir hier so einen Mittelwert. Zurück. Oh, die Änderungen werden erst nach dem Neustart übernommen. Okay. Ja, dann setzen wir trotzdem einfach fort. Und schnetzeln hier einfach mal wild durch die Gegend. Was schon mal sehr cool aussieht. Wow. Es gibt auch wieder sehr schöne Finishing Moves. Okay, das sieht auch schon mal sehr interessant aus. Schöne Kampfbewegungen, auch sehr schön schnell. Oh, ich habe sogar ein Gewehr. Und ich kann mich dabei auch noch bewegen. Mit Q kann ich mich also auch heilen. Au! Da was aber nichts nützt, so wie es aussieht. Wow, das Spiel ist schon mal echt ein Actionkracher. Finishing Move. Und hier das gleiche. Wow, ist das dynamisch. So, mit F das Gewehr. Oh shit. Wow, ist das heftig. Das ist richtig heftig. Und ich glaube, ich bin gleich wieder tot, wenn das so weitergeht. Ich muss den natürlich auch treffen. Oder auch nicht, weil er mich vorher getroffen hat. Also das mit dem Gewehr ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Und ich finde es auch nicht sehr witzig, dass ich hier immer wieder von vorne anfangen muss. Aber dafür sind die Animationen einfach grandios. Vor allem was diese Finishing Moves angeht. Versuche ich die doch einfach mal hier von Weitem hier schon mal niederzumetzeln. Ah, ich kann sogar ranzoomen. Aber die Alte stirbt ja auch gleich schon wieder. Was ich nicht ganz so gut finde. So, kann ich diese Pflanze irgendwie... Ja, ich kann sie zermetzeln, aber wie heile ich mich denn? Ach so, mit Q. Ja, das hatte ich ganz vergessen. Mit Q heilen. So. Du kannst jetzt mit dem Zeitsprung Klonversionen deiner selbst erstellen. Wie es dir erlaubt ist, dir an mehreren Orten gleichzeitig zu sein. Ah ja. Tabulator-Taste. Gedrückt halten. Ach, Tabulator-Taste gedrückt halten. Okay, also ich verstehe es nicht ganz, aber... Okay.
Du kannst jetzt zu fliegenden Korallen preschen und dich an ihnen festhalten. MMB? Korallen anvisieren und umschalten. Was ist denn MMB? Was ist denn MMB? Und das mit der Umschalttaste kriege ich noch hin, aber... Ich weiß trotzdem nicht, was MMB bedeuten soll. Ich habe so gar keine Ahnung. Vielleicht... Nein. Verstehe ich nicht. MMB. Was soll MMB sein? Was ist denn MMB? Maus, Mesh, Button, Mitte, Rad, irgendwas? Also das muss mir echt mal jemand erklären. Also ich, sie kann hier auf jeden Fall so ein bisschen Super Speed auflegen, aber... MMB. Maus... Ach. Maus-Button wahrscheinlich irgendwas. Das ist auf jeden Fall der Mittel... Die mittlere Maustaste. Okay. Es ist die mittlere Maustaste. Wow, what the fuck? Okay, neue Feinde. Heuschrecke. Ein relativ schwaches, wildes Tier, das normalerweise in Gruppen angreift und aus der Deckung hervorspringen kann. Sehr schnell rennen, wenn sie es auf dich abgesehen hat, wird es schwer, ihr zu entkommen. Okay. Wow. Wow, ist das heftig. Einfach ein bisschen wild drauf los, schnitzeln. Und da haben wir wieder diese komischen Typen, die mich auch zu Tode nerven. Stirb einfach, stirb einfach. Und ich muss mich auch schon wieder heilen. Wow. Das ist ein bisschen heftig, das Game. Wir sind gerade bei einem abgestürzten Zeppelin auf ein paar Menschen getroffen. Sie sind sehr gastfreundlich und haben eine Menge seltsame und schockierende Geschichten erzählt. Wenn das alles stimmt, wäre das mehr als beunruhigend. Sie haben erzählt, dass sie schon seit vielen Jahren hier leben, da es die zweite Teleportkugel, mit der sie nach Hause zurückkehren wollten, gar nicht gäbe. Dann sitzen wir hier wohl also fest. Verdammt, ich muss jetzt gehen. Sie haben uns eingeladen, im Lager zu bleiben. Boyle. Alles klar, Boyle dich auch. Aber ich gehe natürlich weiter. Wow, was war das? Da bin ich durch die... Dings gefallen? Sollte das so passieren? Okay, ja, das sollte wahrscheinlich so passieren. Das sollte so passieren. Alles klar. Gucken wir doch mal hier. Was ist das? Meisterliche Kältestarre. Die Kältestarre hat eine größere Reichweite. Sie können Kältestarre Zauber noch weiter. So können Kältestarre Zauber noch weiterentwickelt werden, okay? Gewähltes Geschenk nehmen. Ach so, ich kann hier verschiedene Sachen. Aha. Rage-Schonung. Die Rage wird beim Einsatz von Magie nicht vollständig verbraucht. Mehr Rage durch Einsatz von Kombos und Magie ist. Schwere Treffer können doppelt Schaden verursachen. Feuerwaffe. Brand oder massive Brand entfachen eigene Waffen, sodass sie zusätzlich Feuerschaden verursachen und die Gegner in Flammen aufgehen. Frostwaffe, die Kältestarre. Achso, das hatten wir schon. Ja, dann nehmen wir mal die Kältestarre. Du kannst jetzt zu fliegenden Feinden preschen und dich an ihnen festhalten. Au! Au! Kann ich die auch töten?
What the fuck? Okay, ich kann zu denen fliegen, ich kann sie töten, aber ich kann auch sterben. Yay. Wow, dieses Spiel ist echt ein bisschen heftig. Und tödlich. Was war das denn? Okay, das zu den Gegnern preschen ist schon mal sehr lustig. Aber... wow, das ist echt anstrengend. Und tödlich. Ach, Mann. Das ist echt sehr heftig für ein Hack and Slay, muss ich sagen. Weil man hier relativ schnell auch stirbt. Aber es sieht mal wieder extrem geil aus. Und man stirbt halt sehr, sehr schnell. Wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, so schnell wie dieses Game hier geht. Und es ist echt nicht so einfach. Und ich muss mich hier wirklich extrem hart durchschnetzeln und sterbe wirklich viel zu schnell. Was mache ich hier falsch, bitte? Was mache ich hier bitte falsch? Wow. Aber... ja. Wow, also ich muss sagen, ich finde es an und für sich recht geil. Allerdings ist es auch sau schwer. So, Schlitzel, Schlüssel, Schnetz und Finishing Move. Und das war's dann auch, glaube ich. Wow, endlich geschafft. Aber... irgendwie kennen mich diese Gegner auch so ein bisschen immer. So ein bisschen immer wieder raus. Ausnehmen irgendwie. Und ich treffe die ja nicht mal. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich mache, aber. Ich schnetzel halt einfach. Ich schnetzel mich einfach ein bisschen durch die Gegend. Es wäre schön, wenn ich mich irgendwie ein bisschen heilen könnte. Irgendwie, aber ich weiß auch nicht, woran sich diese Heilung jetzt... worauf die basiert. Okay, sie tut's von alleine sogar. Irgendwer will nicht, dass die Teile benutzt werden. Welche Teile? Lass uns hier erstmal wieder ein bisschen paar Sachen kaputt machen. Das mache ich ja, wie gesagt, am liebsten. So, was haben wir denn hier? Und was liegt hier rum? Da lag doch irgendwas. Okay, was ist das? Zombie-Schläger der Eingeborenen. Schwer bewaffnete Berufssoldaten, die vom Chaos zu grausamen Mördern verwandelt wurden. Der Schild schützt Gegner... der Schild schützt gegen Krieger gegen die meisten Schadens... Was? Der Schild schützt gegen Krieger gegen die meisten Schadens an. Was ist denn das für ein Deutsch? Doch er ist langsam und anfällig für schnelle Attacken von hinten. Okay. Ja, ich würde ja auch gern
Ach so, ich kann auf den, also drauf springen irgendwie. Und dann muss ich die Maustaste oder sowas drücken. Aber es ist alles irgendwie ein bisschen... Ach nein, ich muss die linke Maustaste drücken. Jetzt haben wir's. So. Okay, linke Maustaste und dann den Tabulator und dann... Ich habe das mit dem Tabulator nicht verstanden, was mir das bringen soll. Aha, anscheinend... Wow. Da ist ja noch einer. Okay, das wird hier gerade echt extrem heftig. Vor allem habe ich keine Ahnung, was mir dieser Tabulator sagen will. Ich bin gerade total überfordert mit dem Game, ganz ehrlich. Wie soll ich denn diese ganzen Tasten gleichzeitig drücken? Das geht gar nicht. Vor allem der Tabulator kriege ich überhaupt nicht hin. Das. Aber egal, ich probiere es einfach nochmal und versuche derweile oder in der Zwischenzeit die Steuerung zu verstehen. Und das mit dem Tabulator habe ich immer noch nicht verstanden. Ich verstehe das mit dem Tabulator nicht, ganz ehrlich nicht. Wieso soll ich die Zeit zurückdrehen? Ich hab's trotzdem nicht verstanden, aber es hat halt irgendwie funktioniert. Genauso wie bei denen da. Okay. Ich kann die auf jeden Fall irgendwie zermetzeln, wenn das eh auftaucht. Und die können mich auch sehr gut zermetzeln, wenn das eh auftaucht. What the fuck? Jetzt muss ich das Ganze hier nochmal machen, das gibt's ja wohl nicht. Also ich glaube, ich habe das mit dem eh so ein bisschen verstanden, mit dem Shift-Time-Shift-Zeugs. Ich glaube, das dreht einfach die Zeit, also das dreht die Zeit natürlich ein bisschen zurück. Aber sorgt dafür, dass der Gegner mit dem Alter Ego beschäftigt ist und man in Ruhe noch ein bisschen schnetzeln kann. So ungefähr habe ich das jetzt. Das heißt, wenn ich den jetzt schnetzle, die Zeit zurückdrehe,
Kann ich den von hinten angreifen? Irgendwie. Und mit meinem zweiten Ich töten. So ungefähr funktioniert das. Und bei den anderen muss ich einfach nur darauf achten, das E rechtzeitig zu drücken. Um einen Finishing Move zu machen. So wie bei dem. Oder bei dem. Oder bei dem. Oder bei dem. Und bei dem da natürlich auch. Also das ist ein haltloses Gemetzel. Ich habe echt keine Ahnung, was ich davon halten soll. Also das ist schon recht übel irgendwie. Aber es sieht halt auch verdammt cool aus. Finishing Move. Finishing Move von hinten. Ich komme gerade so ein bisschen besser damit klar, was ich machen muss, wenn ich so ein bisschen die Übersicht behalten kann. Und dann klappt das nämlich auch mit diesen Finishing Moves. So, jetzt haben wir wieder diesen Typen davon. Da wissen wir ja, wie es geht. Lass mir ein bisschen reinschneiden, Zeit zurückdrehen. Und dann von hinten zum Metzeln. Wow. Endlich. Das legendäre Dragonland. Das Traumziel eines jeden Schatzjägers. Ich fasse es noch immer nicht, dass ich hier bin. Diese alten Orte stecken immer voll Überraschungen. Ein magisches Tor zu einem so wundersamen Ort? Dies ist deine erste Prüfung. Du lernst, deine neuen Fähigkeiten einzusetzen. Es wird Zeit, anzufangen. Das müssen die Wächter der alten Schätze sein. Genau wie es in den Büchern steht. Wenn das stimmt, ist es ein gutes Zeichen. Ich kenne diesen Ort, Ayumi. Ich erinnere mich. Spürst du die Kraft, die von diesem Ort ausgeht? Wow, aber das ist unmöglich. Woher kommt diese Fähigkeit? Es liegt an Dragonland. Hier erwachen unsere Urinstinkte und das Wissen unserer Vorväter. Es schlummert alles in uns selbst. Wir wissen mehr, als wir glauben. Der Altar hat dir zusätzlich zu dem, was du schon konntest, verschiedene weitere Fähigkeiten gegeben. Du musst sie nur noch erforschen. Zuerst machen wir einen Zeitsprung. Konzentriere dich. Wenn du dich selbst in der Vergangenheit siehst, wirst du es verstehen. Ich eine Zeitreise gemacht und dann abrupt angehalten. Ja, das war's dann wahrscheinlich auch schon mit der Demo. Sehr kurz, aber auf jeden Fall interessant. Und ich finde ja auch die Schnecke ganz heiß. Ja, also Demo kann man ruhig mal spielen, Vollversion muss man sich überlegen. Ich fand es jetzt so ganz witzig, ein bisschen kompliziert für den Anfang, aber
Ja, gut. Schaut's euch an, schaut mal rein. Gibt's auch kostenlos auf Steam wieder. Und viel Spaß damit.